Hallo ihr Lieben, in der heutigen Rezension soll es um folgendes Buch gehen, nämlich um Still Broken von April Dawson aus dem Lux Verlag, der mir dieses Buch freundlicherweise als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat. Dankeschön dafür. Es ist eine Klappbroschüre quasi, also eigentlich ein Taschenbuch, hat 302 Seiten von der Geschichte her. Hinten ist, glaube ich, noch eine Leseprobe zu einem anderen Buch der Autorin drin und es kostet ganz genau 10 Euro. Es geht um Nora und Nora ist neu am College und sie fühlt sich noch nicht richtig angekommen dort, aber dann trifft sie Max und Max ist der typische Bad Boy, der geht mit allen Mädchen, die ihr trifft, ins Bett und will sich nicht festlegen und sieht natürlich super hot aus und es trifft sich, dass die beiden mehr füreinander empfinden und Nora für ihn irgendwann nicht nur irgendein Mädchen wird, sondern sein Mädchen, aber es steckt natürlich sehr viel mehr hinter Max und er hat scheinbar ein kleines Problem, sogar ein großes Problem, will aber mit Nora nicht darüber reden. Aber als eines Tages alles wieder hochkommt und er daraufhin eine folgenschwere Entscheidung trifft, wird das auch Noras Leben natürlich beeinflussen. Was dahinter steckt, was sein Problem ist, wie es am Ende ausgeht, müsst ihr dann selber lesen in diesem Buch. Ich habe dem Buch letztendlich 2 Sterne gegeben. Es war okay. Okay, in mancherlei Hinsicht, denn ich habe da keine sexistischen Dinge gefunden, zumindest nicht, dass ich mich daran erinnere und auch keine sexuelle Belästigung oder andere Szenen, die mir normalerweise in solchen Büchern Bauchschmerzen bereiten. Aber das, was da war, war für mich jetzt auch nicht so das Nonplusultra. Ich kam nicht so richtig in die Emotionen rein, es hat mir nicht diese Emotionen beschert, die ich von einem New Adult-Liebesroman erwarte, von daher hat es schon mal leider nicht das erfüllt, was ich gewollt habe von dem Buch. An sich ist es okay, es ist aber jetzt, wenn es jetzt das erste Buch ist aus dem New Adult Genre, das ihr lest, wird es euch sicher begeistern. Aber wenn es jetzt das 50. ist, so wie bei mir, dann werdet ihr das alles irgendwo schon mal gelesen haben und dann ist das nicht unbedingt das Buch, das das am besten macht. Im Allgemeinen würde ich sagen, es ist eher so in die dramatische Richtung einzuordnen, also das Problem von Max ist mehr so ein äußeres Problem als ein inneres Problem, also es ist keine Krankheit, wie es oft in solchen Büchern der Fall ist, sondern halt eher andere Leute, die sein Problem sind. Ich will ja nicht spoilern. Es geht daher viel mehr in diese dramatische Richtung, wie gesagt, mehr. Es liest sich wie so eine Soap Opera, wie GZSZ oder irgend so eine andere Telenovela. Es ist halt sehr überdramatisiert und ja, auf die Tränendrüse gedrückt quasi mit aller Macht, damit ja die Emotion rauskommt. Aber ja, es hat bei mir nicht so gut geklappt. Und das liegt vor allem daran, dass das halt sehr gestellt gewirkt hat, sehr, sehr konstruiert. Es wirkte für mich persönlich so, als hätte die Autorin ganz viele verschiedene New Adult Bücher gelesen und gesagt, ich möchte aus dem Buch dieses Element und aus dem Buch dieses Element und aus dem Buch dieses Element und hat es alles zu einer Geschichte zusammen fusioniert quasi und es so aufgeschrieben. Es wirkte nicht, als wären das echte Menschen in einem echten Szenario, in einer echten Geschichte. Es wirkte ja wie eine geschriebene Geschichte, wo man auch die ganze Zeit dessen bewusst ist, dass es nur eine Geschichte ist, dass es nur etwas Konstruiertes ist. Es waren halt sehr viele Dialoge dabei, die sehr gestellt gewirkt haben, nicht wirklich natürlich. Ich habe teilweise auf Instagram Ausschnitte, also Zitate gepostet und gesagt, was mich an diesen Zitaten stört. Und da habe ich auch Feedback zurückbekommen und einige haben mir geschrieben, dass diese Dialoge sehr gestellt gewirkt haben. Also nicht natürlich, wie ich gerade gesagt habe. Und ja, so hat es auch auf mich gewirkt. Und das waren ja nur Zitate, die sie gelesen haben. Ich habe ja das ganze Buch gelesen und es wirkte einfach nicht wie etwas, was echte Menschen sagen würden. Es wirkte auch vom Plot her sehr, sehr konstruiert. Es gab sehr, sehr viele Zufälle in diesem Buch. Zufälligerweise ist Nora über dieses und jenes gestolpert, das ihr dann geholfen hat, dies und das zu tun. Und da hat sie auch sehr, sehr viel Glück gehabt. Sonst wäre sie nämlich gestorben, weil es Lebensgefahr ist. Und sie hat halt überall einfach Glück gehabt und es waren große Zufälle, dass sie einfach über irgendwas gestolpert ist oder so. Und ich hatte auch Probleme mit den Charakteren, vor allem mit unserer Protagonistin, denn ich sage es jetzt mal böse ausgedrückt, sie wirkte auf mich sehr, sehr dumm. Sie hat quasi alle schon in so Häppchen auf dem Silbertablett serviert bekommen und für den Leser war das sehr, sehr schon klar am Anfang direkt, was da eigentlich gespielt wird. Aber sie hat einfach nicht nachgefragt. Sie hat nicht nachgedacht, sie hat nicht nachgefragt, sie hat es sich nicht zusammengereimt und war deswegen bis zum Ende
im Dunkeln geblieben. Und ich dachte mir, Mädel, du hast eigentlich die Antwort darauf schon längst bekommen. Du müsstest eigentlich schon wissen, was da Sache ist. Der hat schon so viel angedeutet. So schwer kann es doch nicht sein. Aber scheinbar war es so schwer. Er hat dir quasi gesagt, dass er von Leuten verfolgt wird und unter Lebensgefahr steht, und sie hatte einfach nicht nachgefragt. Sie hat nicht gefragt, was ist da los? Sollen wir die Polizei rufen? Wieso fürchtest du um dein Leben? Wie kann das sein? Sie hat nicht nachgefragt. Stattdessen hat sie gesagt, oh, dir geht's schlecht, mein Arm ist putt-putt, lass mir dir helfen und dir wieder gute Laune bereiten, lass uns Sex haben. So lief das ungefähr ab. Und ich dachte mir so ernsthaft. Also ich weiß nicht, ob sie in dem Moment tatsächlich Sex hatten, aber so ungefähr war das halt. Ich kann nicht mehr zu diesen Charakteren sagen, ich verstehe das nicht. Ich verstehe deren Gedankengang nicht. Ich verstehe nicht, wie Nora dann niemals nachfragen konnte oder sich irgendwie zusammenreimen konnte. Also für jemanden, der aufs College geht und angeblich so gute Noten hat, kam sie mir ziemlich dämlich vor, muss ich sagen. Deswegen konnte ich auch mit ihr irgendwie nicht mich identifizieren oder korrespondieren oder irgendwas. Und deswegen kam ich da auch nicht rein und hatte auch nicht diese Emotionen, die ich haben möchte, abgesehen mal davon, dass die Charaktere nicht wie echte Charaktere gewirkt haben, sondern wie so ein Schema, das man aus anderen Büchern übernommen hat. Wie gesagt, es wirkt halt sehr, sehr konstruiert alles. Gegen Ende gibt es auch so eine Szene, wo, glaube ich, jemand betrogen wird, aber ich weiß es nicht so recht, weil es nicht richtig definiert wurde, aber auch das fand ich halt nicht so super toll. Ja, alles in allem ein Buch, das man nicht unbedingt lesen muss. Wenn das jetzt euer allererstes New Adult Buch ist, könntet ihr es vielleicht mögen. Aber wenn ihr schon ein paar gelesen habt oder auch sonst nicht so viel von diesem Genre hält, dann ist das, glaube ich, nicht so unbedingt euer Buch. Aber das Cover ist super. Wie fandet ihr es so, falls ihr schon gelesen habt oder möchtet ihr es gerne lesen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye, Leute!